Herzlich willkommen zur Easy-Saalübung. Heute wollen wir Ihnen ein bisschen Grundlagen für die Veranstaltung zeigen, ein bisschen auch Grundlagen generell, und zwar soll es ums ILIAS-System und das Campus-System gehen. Genau, wir möchten Ihnen nur so ein bisschen zeigen, ja, wie Sie sich da zurechtfinden können, und vielleicht noch ein paar Tricks, die Sie vielleicht doch noch nicht festgestellt haben, obwohl Sie sich das Campus-System schon angeschaut haben. Außerdem, ganz am Ende, möchten wir noch bisschen darüber reden, wie Sie die Übungsblätter zu bearbeiten haben. Und wir reden über die Fehlzeiten, habe ich gestern schon angesprochen, werde ich aber nachher nochmal deutlich werden. Im Übrigen, auch diese Vorlesung wird aufgezeichnet. Sie können die also dann abrufen. Nächste Woche, wir müssen noch ein paar rechtliche Sachen klären, ein paar Unterschriften setzen. Dann werden Sie aber hochgeladen auf YouTube. Der Link ist bereits im ILIAS, es sind aber noch keine Videos oben. Die kommen dann im Laufe nächster Woche. So, was haben wir im ILIAS für Sie? Wir haben die Kursmaterialien, wir haben ein Forum, dort werden die Übungsblätter und die Tutoriumsgruppen hochgeladen. Es gab einige Verwirrungen, da möchte ich kurz noch darauf eingehen. ILIAS-Anmeldung, ganz normal über Ihren U-Account. Ja, ich bin schon eingeloggt. Die Veranstaltung haben Sie alle gefunden im ILIAS. Wer hat die Veranstaltung nicht gefunden? Braucht also keine Erklärung. Gut, dann gehen wir jetzt einfach kurz auf den Inhalt des Dings ein. Ja, eine Erklärung, A- und B-Tutorien. Sie finden hier unten dann die jeweiligen Gruppen. Sie werden von Ihrem Tutor bzw. Ihrer Tutorin ein Passwort bekommen, mit dem Sie dann in die jeweilige Gruppe rein können. Die Tutorien beginnen am Montag, ja, am 21. Vorlesungsmaterialien finden Sie hier. Die Übungsblätter werden Sie auch hier finden. Außerdem gibt es hier organisatorisches, ganz wichtig, den Syllabus. Ich hoffe, den haben Sie sich alle schon mal angeschaut und schon mal damit vertraut gemacht, was alles so kommen wird. Außerdem haben wir hier Zusatzmaterialien für Sie zusammengetragen. Da werden auch noch einige dazukommen. Und es gibt eine Linkliste mit wichtigen Informationen. Gibt es irgendwelche Fragen zum ILIAS grundsätzlich? Ja, bitte. Den Kurs? Also, erstens können Sie hier oben suchen. Zweitens können Sie über das Magazin, über den Ordner Organisationseinheiten, dann den Ordner Fakultät für Informatik, Wintersemester 1920. Und dann sehen Sie die Veranstaltung hier. Wenn Sie grundsätzlich eine Warnung für Sie, auch für die kommenden Semester, wenn Sie suchen über das Suchfeld, dann müssen Sie ein bisschen aufpassen, dass Sie den Kurs vom richtigen Semester auswählen. Man könnte jetzt meinen, wenn man Schlauberger ist, dass ILIAS einem den neuesten Kurs als obersten vorschlägt. Das ist nicht immer der Fall. Also achten Sie ein bisschen auf das angegebene Jahr und das Semester, damit Sie sich im richtigen Kurs anmelden. Ganz besonders, wenn der Übungsbetrieb über das ILIAS stattfindet, ist das wichtig, dass das richtig geht. So, einen wichtigen Trick. Wenn Sie alle Dinge gleichzeitig runterladen wollen in einem Ordner, klicken Sie hier auf diesen kleinen Pfeil und dann gehen Sie hier auf Download und dann kriegen Sie das Ganze als ZIP-Ordner. Als ZIP-Ordner. Genau. Okay. So, gibt es jetzt noch Fragen zum ILIAS? Nicht zu den Einteilungen, zu den Tutorien. Wie bereits gesagt, darauf haben wir keinen großen Einfluss. Ja, da müssen wir warten, bis die Technik sich fügt. Okay. Dann kommen wir zum Campus-System. So, ja, auch hier wieder angemeldet mit dem U-Kürzel und Ihrem Passwort. Achten Sie darauf, dass Sie campus.studium.kit.edu benutzen, nicht einfach nur campus.kit.edu, da kommen Sie dann nämlich nicht rein und das hat auch nichts mit Ihnen zu tun. Nur falls Sie sich mal wundern, hör, wieso kann ich mich nicht einloggen, achten Sie mal hier auf oben drauf. Ja. Okay. So, grundsätzlich, Sie haben hier eine Startseite, wo Sie einige wichtige Informationen haben. Sie haben hier zum Beispiel auch ein tolles Videotutorial, wie Sie sich für die Prüfungen anmelden können. Ich würde Ihnen auch empfehlen, dieses mal anzuschauen. So, dann haben Sie natürlich Veranstaltungen. Sie können auch hier oben
einfach nach Sachen suchen. Sie können hier das Vorlesungsverzeichnis auch direkt anklicken und können Sie wieder hier durchschauen. Beispiel KIT, Fakultät für Informatik, Lehrveranstaltungen, können Sie einfach durchgehen. Achten Sie bitte darauf, je nachdem, was Sie tun, hier oben gibt es eine Semesterauswahl und dann werden Ihnen die entsprechenden Dinge angezeigt. Sie bekommen also andere Vorlesungen angezeigt und andere Übungsscheine angezeigt. Grundsätzlich alle Module im Campus werden Ihnen anders angezeigt oder Ihnen werden andere angezeigt, je nachdem, welches Semester Sie hier ausgewählt haben. Ist das klar soweit? Okay. So, dann haben Sie hier die Prüfungsübersicht, ja, Prüfungsanmeldung und Abmeldung. Jetzt dürfen Sie einmal ganz kurz bei mir reinschauen, wie das dann so aussieht. Sie haben hier eine Übersicht von allen Sachen. Bei Ihnen im Bachelor sieht es ein bisschen anders aus. Sie haben die Pflichtveranstaltung und dann haben Sie noch ein Wahlfach. Später im Master müssen Sie sich dann zwei Vertiefungsfächer aussuchen. Grundsätzlich, so sieht es aus. Ja, Sie haben eine Übersicht über Ihr Ist und Ihr Soll. Sie haben eine Notenübersicht und so weiter und so fort. So, über diesen Reiter hier, Rückmeldung, Bezahlen und Rückmeldung, ist wichtig, vergessen Sie das nicht zwischen den Semestern, sonst werden Sie exmatrikuliert. Wenn Sie wollen, dass die Module auftauchen, müssen Sie die Module auch hinzufügen. So, ich zeige es Ihnen jetzt einfach mal hier im Wahlbereich Informatik. Sie müssen hier auf dieses kleine Zeichen da klicken, diesen Schild mit dieser Plus dran. Jetzt hoffen wir, dass das auch funktioniert. Ja. Also grundsätzlich können Sie dann hier okay, so. Jetzt sehen Sie hier diese Liste und da können Sie dann irgendwas auswählen. Ja, angenommen, ich möchte jetzt das Modul Sicherheit hinzufügen, dann wähle ich das hier an und dann kann ich hier oben auf Sichern, Speichern klicken. Ich mache das jetzt nicht, sonst habe ich ein Modul in mein Dings eingetragen, was ich nicht machen möchte. Aber so können Sie Ihre einzelnen Dinge hinzufügen. Ja, bitte? Okay, gut. Also, Problem gelöst. Sehr gut. Sie haben gemerkt, wenn Sie auf die Fragen Ihrer Kommilitonen eine Antwort haben, dürfen Sie die auch einfach gerne sagen. Auch mir entgeht mal was, auch uns entgeht mal was. Also, genau. So, ist damit das Problem gelöst? Für alle, die dieses Problem hatten, wissen alle jetzt, wie Sie Module hinzufügen? Okay, ich wiederhole es mal. Sie müssen, wenn Sie an einer Prüfung teilnehmen wollen, müssen Sie das Modul, also die entsprechende Veranstaltung natürlich auch auswählen und hinzufügen. Sie können nicht einfach so eine Prüfung machen, ohne das Modul hinzugefügt zu haben, ausgewählt zu haben. Ja? Dieses Problem ist bekannt. Es kommt häufiger vor. Achten Sie einfach darauf. Ja? Sie können keine Prüfungsleistungen für nicht ausgewählte Vorlesungen machen. Okay. So. Rückmeldung. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich müsste mich eigentlich schon zurückgemeldet haben. Vielleicht. Ja. Okay, ich bin schon zurückgemeldet. Ich will es ja auch hoffen. Wir befinden uns ja auch gerade im Wintersemester 1920. Grundsätzlich finden Sie hier die Möglichkeit, einfach zurückzumelden. Wenn Sie nicht zurückgemeldet sind, dann wird hier an dieser Stelle stehen, was Sie tun müssen. Sie können auch ein SEPA-Lastschriftmandat aufgeben. Ich muss Sie ja davor warnen, das müssen Sie jedes Semester neu tun. Das können Sie nicht einmal eingeben, dann automatisch, sondern Sie müssen jedes Semester neu sich darum kümmern, dass Sie die Studiengebühren überweisen. Und schauen Sie auch mehrfach nach, ob es geklappt hat. Sonst werden Sie so wie ich während meines Auslandssemesters exmatrikuliert, weil die Zahlung unter dem falschen Semester verbucht wurde und dann sitzen Sie in Schweden und merken, oh Scheiße, ich bin gar nicht mehr eingeschrieben. Ja? Und dann können Sie sich nämlich auf ein, zwei Wochen Telefonat freuen, bis Sie dann endlich mal irgendwann beim Studierendenservice durchgekommen sind. Also schauen Sie einfach mehrfach nach. Machen Sie nicht den gleichen Fehler wie ich. Achten Sie darauf, dass Sie bezahlt haben. So, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gut. So, hier Bescheinigungen. Da können Sie sich alle möglichen Bescheinigungen geben lassen. Sie haben hier verschiedene Studienbescheinigungen. Es gibt
verschiedene Ausführungen von dieser Studienbescheinigung, je nachdem, was die Leute von Ihnen wollen. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige nehmen, sonst haben Sie eventuell ein Problem nachher, mit wer auch immer von Ihnen diese Studienbescheinigung möchte. Ja, Sie können hier ohne Matrikelnummer, dann sind Sie privater unterwegs und Sie können hier auch eine ausführliche nach BAföG nehmen und so weiter. Außerdem hier ist die KVV-Bescheinigung, falls Sie ein Semesterticket kaufen wollen und das nicht online machen wollen. Genau. So. Was ich Ihnen auch noch zeigen wollte, Sie haben hier die Favoriten- und Terminliste. Es ist nicht das Gleiche, eine Vorlesung als Favoriten hinzuzufügen, wie diese Vorlesung auch einzutragen, also in die Prüfungsanmeldung sich einzutragen. Favorisieren einer Vorlesung im Campus-Management-System ist nicht das Gleiche, wie diese Prüfung zu starten über die Prüfungsan- und Abmeldung. Ja? Okay, das heißt, Sie können die dann hier sehen. Sie können hier auch Ihren Stundenplan einsehen und was ganz besonders toll ist, wenn Sie zum Beispiel den Google-Kalender verwenden oder so, dann können Sie sich hier einen Webcall aktivieren und bekommen Sie hier einen wunderschönen Link und dann können Sie diesen Link in Ihren Kalender eingeben, je nachdem welchen Sie benutzen und dann können Sie hier Ihren campusinternen Kalender auch auf Ihrem Google-Kalender synchronisieren. Ja? Also, kleiner Tipp von uns an Sie. So, damit wären wir soweit durch die wichtigsten Dinge durch. Ansonsten gilt, schauen Sie ins FAQ, ja, und wenn Sie dann dort die Fragen nicht finden, dann wenden Sie sich an die jeweilige Person. Ja, Fragen zu Prüfungsspezifika, zu den einzelnen Fächern, an die Person, die dieses Fach leitet, also die Vorlesung leitet, den Übungsleiter zum Beispiel oder den Professor. Fragen zu Problemen mit dem Campusmanagement selber dementsprechend an andere Stelle. So, gibt es? Ja? Also, okay, grundsätzlich werden alle Vorlesungen, die Sie als Favoriten hinzufügen, ich wiederhole noch mal ganz kurz die Frage, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, tut mir leid, ob es eine Möglichkeit gibt, höhere Mathematik zu diesem Internetkalender hinzuzufügen. Grundsätzlich ist es so, dass Sie die Module favorisieren können, dann werden Sie in diesen Internetkalender eingefügt. Wenn es das Modul nicht gibt, dann können Sie das auch nicht in den Internetkalender einfügen über den normalen Weg. Und es kann passieren, dass die Kalendereinträge von den Modulen nicht korrekt sind. Da müssen Sie dann leider Gottes selber drauf achten. Das passiert, manchmal stehen einfach falsche Daten drin, manchmal werden irgendwie Sachen verschoben und verändert. Grundsätzlich würde ich mich nicht hundertprozentig darauf verlassen, was da steht, sondern würde lieber nochmal auf der Lehrstuhl-Webseite nachschauen, was genau da für Termine drin stehen für die Vorlesung, für die jeweilige. Und achten Sie auch darauf, dass im Campus-System manchmal die Termine gekennzeichnet sind mit einige Termine dieser Reihe wurden entfernt. Das bedeutet dann, dass einfach irgendwo irgendwelche Lücken sind oder so. Ja. Aber wenn die Termine nicht in dem Modul eingetragen sind, dann bringt es nichts, für die Termine, wenn Sie nur die Terminübersicht haben wollen, dieses Modul zu favorisieren. Ist das dann soweit klar? Ja, bitte. Ach so, okay, Sie müssen natürlich die Vorlesung auch an der richtigen Stelle suchen. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass die Vorlesung einfach gar nicht im Campus-System drin ist. Wenn die Vorlesung gar nicht im Campus-System drin ist, dann können Sie mit dem Campus-System natürlich nichts machen. Ansonsten suchen Sie an der richtigen Stelle. Sie können hier auch danach suchen dann im Übrigen. Ja, also was haben wir? HM, wie wird es? Können wir mal gucken. Ja, also die ist auf jeden Fall hier zu finden. Genau. Okay. So, ja bitte.
Können Sie ein bisschen lauter reden, bitte? Ja, das SEPA-Lastschriftmandat müssen Sie jedes Semester erneuern. Das gilt leider nur für ein Semester. Es wäre schön, wenn man das einmal erteilen könnte und die dann das einfach automatisch machen. Pustekuchen, Sie müssen das jedes Semester neu machen. Ja. Das SEPA-Lastschriftmandat müssen Sie jedes Semester neu machen. Sie können das nicht nur einmal machen. Ich habe es vorher bereits gesagt, Sie müssen das mehrfach machen. Jedes Semester müssen Sie ein neues SEPA-Lastschriftmandat setzen. Okay. Fragen, weitere Fragen zum Campus-System? Ja, bitte. Die Tutorien, ob Sie die Tutorien aus dem Campus-System in den Kalender eintragen können, nur Ihre eigenen, das hängt davon ab, ob die Tutorien einzeln eingestellt sind. Das ist nicht immer der Fall. Aber wenn es eine einzelne Veranstaltung für jedes Tutorium gibt und Sie diese favorisieren, dann müsste die auch in den Kalender eingetragen werden. Also für jedes Tutorium, es steht eine einzelne Veranstaltung für jeden einzelnen Tutoriumstermin. Ist das das Problem? Also, wenn die Dinge nicht im Campus-System eingetragen sind, dann können Sie in diesem Kalender, werden Ihnen die Sachen nicht angezeigt über die, was nicht existiert, können nicht angezeigt werden. Ja? Wenn es keine Termine gibt, dann können Sie die in dem Kalender nicht sehen. Aber Sie können ja Ihren eigenen Kalender führen. Ich würde Ihnen empfehlen, die Tutorientermine, solche Dinge einfach in Ihren eigenen Kalender einzutragen und die festen Vorlesungen, die Sie ja hier über das Campus bekommen, mit dem Link einzubinden. Ansonsten wird es sehr kompliziert, wenn Sie mehrere einzelne Tutorien hinzufügen wollen, die nicht existiert, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also, ja, Sie können diesen Kalender nicht wie einen ganz normalen Kalender benutzen. Wenn es eine Veranstaltung im Campus gibt für das Tutorium und Sie diese favorisieren können und in dieser Veranstaltung auch die Termine richtig angelegt sind, dann können Sie die Tutorien hinzufügen, ansonsten nicht. Okay. Ich hoffe, das hat die Frage mit den Tutorien jetzt nochmal endgültig geklärt. Ja, Sie können Termine hinzufügen, die sich in Veranstaltungen befinden, die Sie favorisieren können. Alle weiteren müssen Sie irgendwie anders tracken, ja? Wie Sie den ECTS für Easy bekommen? Ja, Sie müssen sich anmelden für eine Easy-Prüfung. Das wird bekannt gegeben, ab wann das geht, ja? Und Sie müssen alle Voraussetzungen erfüllt haben, die wir Ihnen gegeben haben, ja? Also Anwesenheit bei den Tutorien, Abgabe aller Übungsblätter und Teilnahme an dem Beratungstermin. Ja? Ja, bitte? Die Prüfungsleistung besteht daraus, dass Sie anwesend sind in den Tutorien und dass Sie die Übungsblätter machen. Sie müssen nicht irgendwo hinkommen und sich hinsetzen und eine Prüfung schreiben, falls das Ihre Sorge war. Nein, genau. Sie müssen in Tutorien sein, Übungsblätter abgeben und dann einmal zu einem persönlichen Beratungstermin unter vier Augen kommen. Ja? Da können Sie auch nicht durchfallen durch den Beratungstermin. Also da müssen Sie sich schon sehr anstrengen und sich sehr unhöflich verhalten. Ja. Also kommen Sie einfach, haben Sie ein nettes Beratungsgespräch, ja. Beantworten Sie die Fragen Ihres Gegenübers, machen Sie sich Gedanken und dann kommen Sie auch durch das Beratungsgespräch gut durch. Das Beratungsgespräch haben Sie mit Frau Glaubitz, die sitzt hier vorne und es geht um die Dinge, wir haben es gestern schon besprochen, steht auch im Syllabus nochmal drin, ja, alle Informationen sind grundsätzlich verfügbar, sie sind auch in den Vorlesungsfolien. Es geht darum zu reflektieren, was geht ab im Studium, was sind Ihre Pläne für die Zukunft und dann werden Sie darüber reden. Ich mache jetzt mal hier ganz kurz im Text noch weiter. Ja, wenn Sie danach noch Fragen haben, dann können wir noch mal etwas weiterreden. So, okay, zu den Übungsblättern. Da hatten wir im letzten Jahr ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, ob die Leute Easy nicht ernst genommen haben oder was sonst das Problem war. Grundsätzlich, ja, was wir von Ihnen erwarten, ist, dass die Übungsblätter in einer Form abgegeben werden, dass wir die auch lesen können. Grundsätzlich bedeutet das,
Sie geben eine PDF ab, Sie geben eine PDF ab, in der Sie alle Fragen beantworten. Wir möchten nicht ein Textfile, ein Word-File und noch ein JPEG bekommen, sondern wir bekommen ein PDF-File, wo alle Fragen beantwortet werden. Das ist kein Problem. Das müssen Sie an der Uni hinbekommen, dass Sie ein PDF-File hochladen im ILIAS. Ja? Weiß irgendjemand nicht, wie man PDF-Files erstellt? Gut. Ja, Sie, bitte? Also, was benutzen? Benutzen Sie Word? Dann können Sie einfach über das Kontextmenü Datei, Export, eine PDF-Datei erstellen. Ja? Oder Sie googeln das, Sie googeln Word PDF erstellen. Ja? Ist das eine Frage? Unter Word 2007. Okay, Sie bekommen an der Uni bekommen Sie für einen kleinen Obolus von 5 Euro im Jahr Word 365. Wenn Sie also auf antiker Software unterwegs sind, dann überlegen Sie sich vielleicht mal, ob Sie ein Upgrade machen oder Sie lernen einfach LaTeX, das kriegen Sie für umsonst und damit können Sie auch wunderschöne PDF-Files erstellen. Da war noch eine Frage? Okay. Also hier ist die Frage, ob wir die Frage nach hinten verschieben können. Machen wir so, meinetwegen. Okay, also auf den, was beinhaltet diese Abgabe? Sie beinhaltet Ihren Namen, Sie beinhaltet Ihre Matrikelnummer, ein Urkürzel, die Übungsblattnummer. Da steht bitte drinne, um was es sich handelt. Außerdem eine übersichtliche Gliederung. Wenn Sie drei Aufgaben abgeben, dann geben Sie einen Text pro Aufgabe ab, ja, und nicht einen Mischmasch, Gemurstel aus Zeug, was alle drei Fragen irgendwie gleichzeitig beantwortet. Ja, Sie halten sich an den allgemeinen Stil, den Sie auch sonst überall verfolgen würden. Und dann achten Sie bitte darauf, dass das ganze Zeug lesbar ist. Wenn Sie die Sachen tippen, dann haben Sie damit kein Problem. Wenn Sie Bilder in Word-Dateien einfügen und die dann als PDFs exportieren, dann achten Sie darauf, dass Sie schön schreiben. Außerdem erwarten wir von Ihnen, dass Sie ins ILIAS schauen. Ja, im ILIAS werden Sie Feedback bekommen zu Ihren Übungsblättern und wenn in diesem Feedback drin steht, dass Sie die Sachen nochmal korrigieren sollen, dann machen Sie das auch und dann geben Sie die korrigierten Sachen ab. Nochmal, weil es uns extrem wichtig ist, ja, es ist wichtig für Sie, Fehlzeiten. Sie müssen in den Tutorien anwesend sein. Sie haben die Chance zu fehlen bis zu zweimal, wenn Sie sich entschuldigen. Und diese Entschuldigung kommt vor der Fehlzeit. Außerdem können Sie natürlich auch sagen, okay, ich bin krank, aber ich würde trotzdem gerne ins Tutorium. Dann sagen Sie Ihrem Tutor Bescheid, dann kriegen wir das hin, dass Sie in ein anderes Tutorium zu Gast dann reinsetzen können. Ja? Aber was Sie nicht machen, ist sich einfach wild in irgendwelche anderen Tutorien setzen. Wir haben nämlich Anwesenheitspflicht in den Tutorien und das muss dann auch dementsprechend nachverfolgbar sein. Okay. So. Noch zwei letzte Anmerkungen für Sie. Ja, einfach Sachen, die interessant sind, die auch letztes Jahr wichtig waren für einige. Falls Sie das irgendwann das Gefühl haben, dass Sie psychologische Schwierigkeiten haben, ja, es gibt die psychotherapeutische Beratungsstelle. Der Link sehen Sie hier. Das ist ein guter Anlaufpunkt, um erste Hilfe zu finden, wenn es Ihnen sehr schlecht gehen sollte mental. Ja. Und weiterhin das MINT-Kolleg. Das MINT-Kolleg ist extrem hilfreich. Im MINT-Kolleg bekommen Sie sehr gut unterstützende Materialien, unterstützende Dinge zu all den wichtigen Vorlesungen, zu den Vorlesungen auch, die für die O-Prüfung wichtig sind. Und glauben Sie jetzt nicht, dass das MINT-Kolleg nur die dummen Leute benutzen, gerade die Leute, die wirklich viel aus ihrem Studium rausholen wollen, sind auch dort gut bedient. Man muss sich anmelden. Ich gebe Ihnen aber die Empfehlung, wenn es offiziell keine freien Plätze mehr gibt, gehen Sie trotzdem hin. Es sind immer noch Plätze so sitzen da und dann hören Sie zu und dann machen Sie die Dinge mit. Da lernen Sie am meisten draus. Ja? Das Wichtige ist mit der Anmeldung, Sie können damit Ihre O-Prüfung verschieben. Sie können sich also ein weiteres Semester erkaufen, dadurch, dass Sie sagen, okay, also ich habe mit der O-Prüfung ein bisschen verkackt, ich mache aber MINT-Kolleg, damit können Sie unter Umständen
Ja, die genauen Spezifika erfahren Sie auf der Webseite. Können Sie es schaffen, dass Sie Ihre O-Prüfung statt im dritten Semester spätestens im vierten Semester dann ablegen müssen? Ja? Alles klar. So, gibt es dazu Fragen bzw. grundsätzliche Fragen? Ansonsten entlasse ich Sie in den Abend. Können Sie jetzt noch ein Bierchen trinken gehen?